Hey Leute und willkommen zu einem Pack-Opening. Ja, es gibt mal wieder eins. Und wir haben allen Anlass dazu. Ich zeige euch mal schnell das Team der Woche. Denn das ist definitiv stark diese Woche. Wir haben unter anderem Manuel Neuer im Tor. Sicherlich einer der besten Torhüter jetzt bei FIFA. Ich hoffe mal, das läuft größtenteils flüssig hier. Teilweise wird es kleine Mikro-Lags, wie auch immer, geben. Denke ich mal von den FPS-Zahlen her. Aber im Großen und Ganzen dürfte es sich halten. Des Weiteren haben wir dann noch Xabi Alonso. Hier relativ lahm, aber natürlich sonst ein Superspieler. Vorne Fabregas, auch er relativ gut eigentlich fürs Mittelfeld, sehr, sehr gut, vor allem zentrales Mittelfeld kann ich mir den gut vorstellen, auch zentrales Offensives sehr gut. Dann haben wir noch Di Natale, auch er ein sehr, sehr guter Spieler, sehr schnell, dribbelstark, Hammerschuss, passen, also den kann man im Grunde in jeder Position des Spiels spielen, also außer Verteidigung halt, aber in jeder halbwegs offensiven Position kann der spielen. Und das ist auch sehr wichtig oder sehr gut für einen Spieler. Dann haben wir noch Alexis Sanchez, auch er hier, wie man sehen kann, sehr gut. Und hier noch ein paar Spieler. Der hier ist natürlich eine Legende. Der wird mega, mega teuer sein. Auch Verkutre wird ziemlich teuer, da bin ich mir sicher. Kalou, auch das ein guter Spieler, muss ich sagen. Aber egal. Genug hierzu. Ein weiterer Grund wäre noch Man of the Match. Reus, wie man hier links sehen kann. Nur heute verfügbar. Linkes Mittelfeld 87, Orange 93, Tempo 90, Dribbling 90, Schuss. Das ist natürlich überragend. Und deswegen fangen wir auch gleich an mit den Packs. So. Wir nehmen gleich mal einen 7500er, weil das die coolen Packs sind. Und wir kriegen De Rosario, den zentralen offensiven Kanadier. Von DC United ist das, glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Ist auch irrelevant. Ich muss mal kurz hier gleich dann einen minimalen Cut machen, damit ich die ganzen Verträge und so entfernen kann. Beziehungsweise anwenden kann. Manager braucht keiner. Lack Ganchita, da das behalte ich. Und der Rest wird discarded. So, ein Pack können wir noch öffnen, dann muss ich schnell hier die Dinge anschauen, die Verträge. Und gut, ist Thiago Motta von, wo spielt er mittlerweile? PSG, glaube ich. Jo, PSG, Thiago Motta. Der alte Mann, der noch gar nicht so alt ist eigentlich. Einige gute Verträge, die behalten wir natürlich alle. Ausnahmslos nehmen wir alle mit. Und dann ist aber auch gut. So, an dieser Stelle ein kleiner Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt ziemlich ausgemistet, muss ich sagen. Ich hoffe mal, ihr hört auch nicht so laut, wenn ich hier auf dem Controller rumklapper. Aber wir fangen jetzt gleich wieder weiter an mit dem nächsten Pack und holen uns Shawcross. Das ist gar nicht so... Obwohl, ja, das ist ziemlich kacke, ehrlich gesagt. Aber wir haben ein kostenloses Pack und wir haben Alexander van der Rüth, den früheren VfB-Spieler. Okay, Verträge können wir gleich behalten. Und ja, wie gesagt, also es gibt Man of the Match, Marco Reus, richtig guter Spieler, aber... dennoch muss ich sagen, verstehe ich nicht ganz, wieso er ausgewählt wurde, weil ganz ehrlich, er hat sicherlich ein gutes Spiel gemacht. Er hat ein Tor geschossen, wenn es auch ein Abstaub-Stümpertor war. Er hat eins sehr, sehr, sehr gut mit der Hacke vorbereitet, aber dass er wirklich jetzt ein Man of the Match verdient hätte, das nun wirklich nicht. Also, so toll hat er in meinen Augen wirklich nicht gespielt, dass er sowas verdient. Aber ich werde mich nicht darüber beschweren, weil wenn ich ihn bekomme, dann bin ich glücklich, sage ich mal. So, Marcelo Moreno, den kenne ich irgendwoher. Die Fresse erkennt man überall. Cassani kenne ich nicht. Aber egal, wir wollen uns gar nicht so lange daran aufhalten, Spieler zu kennen oder eben nicht. Denn das kostet nur unnötig Zeit und so viel Zeit haben wir nicht. Denn ich möchte das nicht in 10 Parts teilen müssen. Und deswegen möchte ich das jetzt relativ schnell hinkriegen. So, wir gehen einfach mal weiter mit den Packs. Und wir haben Eto'o. Oh, das ist schon mal gut. Ich habe ihn zwar schon, aber er ist ein guter Spieler. Sehr gute Spieler, wie sieht es mit Bianchi aus? Der ist irgendwie extrem schlecht in diesem Spiel. In echt ist er ziemlich gut. Soweit ich weiß. So, die Verträge behalten wir wie immer. Arsenal, das braucht keiner. Das braucht vielleicht jemand. Ja, und wie gesagt, also ich finde einfach nicht, was es Reus verdient hat, da rein zu so eine Karte zu bekommen. Da hätten es andere mehr verdient gehabt. Aber gut, lassen wir es sein. Können wir auch froh darüber sein. Kosu. Zentrales, offensives Mittelfeld. Ja. Dennoch muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut, was Dortmund da gemacht hat im Nachhinein betrachtet. Natürlich habe ich schon, glaube ich, im letzten Luber gegen Abonnenten Part gesagt, hätte es mich auf der einen Seite auch gefreut, wenn sie verloren hätten, damit sie so ein bisschen, oder zumindest einige Fans von ihnen, so ein bisschen von diesem hohen Ross runterkommen. Aber dennoch ist es eine der, ganz... Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte, dass zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale der Champions League stehen. Und das ist natürlich eine Sache... wow, das ist top
Und dafür bin ich auch dankbar, denn das zeigt ja wieder, dass wie gut die Bundesliga doch ist. Vor allem auch im Vergleich mit der BPL zum Beispiel, die ja so in den Himmel gelobt wird, auch von EA Sports hier. Die Spieler, die dort lächerliche Bewertungen bekommen, wo die Fans sich noch aufregen, wenn ihre Spieler nur mit 84 bewertet sind, obwohl sie ja viel, viel mehr verdient hätten. Von daher finde ich es eigentlich ganz schön, dass das so gemacht ist, dass es so gemacht wurde von Dortmund. Denn das zeigt dann doch nochmal, wer hier wirklich die guten Leute sind, denn wie viele sind von England dabei? Richtig, keine! Wie viele von Deutschland? Richtig, 2. Spanien haben wir auch noch 2. Die großen Barcelona und Real Madrid natürlich. Das war auch zu erwarten. Irgendwo, denn das sind einfach Weltteams. Aber es zeigt doch, dass so Mannschaften wie Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham, wer auch immer, die können da nicht mithalten. Deutschland ist in diesem Fakt einfach besser, das muss man anerkennen. Und das ist nicht unbedingt nur meine beeinflusste Meinung als Deutscher und als Bundesliga-Fan, logischerweise, sondern auch so ein bisschen eine reflektierte Meinung, denn die Bundesliga ist meiner Meinung nach gleich auf mit der BPL. Klar, sie hat nicht die Weltspieler jetzt wie England. Sie hat nicht keine Van Persies, keine Agueros, keine David Silvas, keine Rooneys und nichts. Aber es ist dennoch eine Top-Liga mit überragenden Spielern und die einfach sehr ausgeglichen ist. Die einzige Angst, die ich so ein bisschen habe bei der Bundesliga, ist halt, dass jetzt aufgrund der Bayern-Dominanz und dem lieben Herrn Pep Guardiola da so ein bisschen ein neues Barcelona entsteht, denn der Typ kann trainieren. Oh, ho, ho. Das sind doch mal Top-Werte, den behalte ich. Aber das glaube ich nicht unbedingt, denn die deutsche Bundesliga ist sehr, sehr ausgeglichen. Man hat auch im unteren Tabellendrittel noch Teams, die oben, also Mannschaften von oben auch mal schlagen können und so. Das hat man in anderen Ligen eher weniger, vor allem in Spanien, da gibt es das eher selten. Ab und zu mal, dass es Barcelona auch mal irgendwie so gegen, was weiß ich, verkacke, aber das ist im Normalfall nicht oder kommt nicht oft vor. Und insofern, ja, ist das jetzt nicht der Rede wert. Young Gambiva, den lassen wir mal sein, brauchen wir nicht. Und deswegen finde ich die Bundesliga einfach schön, vor allem auch, weil sie spannend ist einfach, weil sie spannend ist, man weiß nie, wer Meister wird. 7 Jahre in Dortmund, ich meine, die haben den Bayern den Titel die letzten 2 Jahre streitig gemacht, das gab's selten mal, dass eine Mannschaft das so geschafft hat, so souverän wie Dortmund. Und das zeigt einfach auch die Bundesliga. Es gibt Mannschaften wie Dortmund, die einfach aus dem Nichts kommen, sage ich mal, fast schon vom Erdboden verschwunden waren, aufgrund von Insolvenzproblemen und so weiter. Und dann kommen die so gut zurück und zeigen sich so überragend. Ah, Usain, der war doch letztens erst in Form. Schade, dass wir den jetzt nicht bekommen. Aber was soll's? Kann man ja nichts machen, ne? Ja. Gehen wir weiter mit weiteren Packs. Und zwar dieses Mal mit Walker auf dem Pack. Und wir kriegen Lescott, der nicht so toll ist. Aber was soll's? Oh, wir haben Natalina. Das macht natürlich alles wett. Ich meine, seht euch diese Werte an. Unfassbar. Schlecht leider. Unfassbar schlecht. Und am Freitag ist ja auch schon wieder die Auslosung, also morgen, also vermutlich nachdem, bevor ihr das hier seht, dann wisst ihr ja jetzt, wer gegen jemanden spielt. Ich hoffe mal, es ist gut für die deutsche Mannschaft. Ich bin mir da echt nicht sicher, was ich will, weil so ein Dortmund gegen Bayern, das hätte irgendwo schon was, vor allem, weil halt dann sicher wäre, dass eine der deutschen Mannschaften im Finale ist. Und wollen wir nicht, ja, uns nichts vormachen, es wäre Bayern, ganz klar. Dennoch wäre es natürlich auch cool, wenn es Deutschland-Spanien gäbe und dann eine deutsche Mannschaft weiterkommt, vielleicht sogar beide, weil dann gäbe es ein deutsches Finale, das wäre natürlich top, weil dann wüsste man, hey, eine deutsche Mannschaft, oh, ZM zu ZOM. Halt, nee, das ist falsch rum, verdammt. Das andersrum ist es viel wert. Das werde ich jetzt einfach mal an, es bringt zwar eigentlich nichts, aber scheiß drauf. Weil dann wüsste man, dass eine deutsche Mannschaft den Titel gewinnt und das wäre doch mal eine internationale Auszeichnung, das muss ich sagen. So, jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck. Auch das muss sein, bevor man halt hier wieder Probleme macht. Kann man ja nicht wissen. So, wir haben Renato Augusto, den früheren Leverkusener. Ein guter Spieler. Wie man hier sehen kann, 4-Star-Skills, aber nicht so gut, als dass wir ihn behalten müssen. Aber wir haben Leonard. Oh, Steven Leonard mit der coolen Frisur. Und der ist gerade mal, wir haben 2013, 2012, der ist gerade mal 26, der sieht aus wie 50. Den müssen wir behalten. Einfach... Schau ihn euch an, den muss man behalten, ganz ehrlich. So jemanden wie den kann man doch nicht wegwerfen. Das wäre doch gegen die allgemeine
und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Das San Siro behalten wir ein schönes Stadion und deswegen führt da keinen Weg dran. Vorbei. So, wir haben 350.000 noch übrig. Ich mache jetzt mal runter bis 300.000. Und das andere mache ich dann in einem nächsten Part, denn sonst wird das hier wieder alles viel zu long. Und nehme das, glaube ich, auch zu einem anderen Zeitpunkt auf. Wobei eigentlich so eine Chance auf Man of the Match, Reus darf man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Also ich weiß nicht, vielleicht hänge ich auch noch ein bisschen was dran. Mal schauen. Erstmal auf jeden Fall gibt es hier Verträge auf Freihaus. Ganz, ganz viele schöne Verträge. Hier haben wir ein Trikot, das ist hässlich. Deswegen kommt es weg. Und wir gehen zum nächsten Pack. Ich glaube, ich mache mal ein paar 5000er, weil irgendwie kriegen Leute da oft Glück dabei. Sydney. Wer ist das? Ja, das ist grandios. Grandios. Drei Spieler, keiner selten, bei alle 75. Das ist doch mal, was ich mir wünsche. Nicht. So, was haben wir hier? Nottingham Forest braucht kein Mensch. Weg damit. Also gehen wir zum nächsten 7500er Pack. Lol. Achso, ich habe ja noch eins. Richtig. Ich habe ja noch eins aus dem Pack vorbekommen. Mal schauen, ob dieses Pack Glück bringt. Wer weiß. Und es bringt tatsächlich Glück. Samir Nasri. Jetzt nicht mehr so viel wert mittlerweile, aber doch noch ein kleines Sümpfchen definitiv wert. Auch ein guter Spieler, wie ich sagen muss. Hatte ihn mal in einem englischen Team. Allerdings verkacke ich mit englischen Teams immer, deswegen habe ich es wieder verkauft. Aber das ist nochmal eine gute Sache. Was für eine Modifikation haben wir? 5-3-2, das ist scheiße. Leider nicht 3-5-2, viel bessere Formation, meine Lieblingsformation, aber man kann nicht alles haben. Okay, da das gerade so gut lief mit einem normalen, nehmen wir nochmal eins. Und bekommen Kevin Doyle. Oder ist es Kevin Doyle? Es ist Kevin Doyle von den Wolverhampton Warriors, genau. So, ein paar mehr Verträge. Da ist Waldo, ich habe ihn gefunden, juhu. Fitness noch ein bisschen und schon ist unser Verbrauchsobjektstapel schon wieder voll. Das geht immer so unfassbar schnell bei diesem Pack-Openings. Deswegen öffne ich jetzt noch ein paar 7500er, bis wir bei 300.000 angekommen sind. Und dann ist erstmal gut, würde ich sagen. So, wir kriegen Rami. Adil Rami, guter Verteidiger, allerdings viel zu langsam, deswegen nichts wert. Verträge. Wir haben Alvarez. Und noch mehr Verträge, die nicht mehr auf den normalen Verbrauchsobjektstapel kommen, weil er voll ist. Deswegen tue ich sie einfach auf den Tauschstapel. Oder wenn du mal kurz das hier direkt dann zum Beispiel auf dieses schöne brasilianische Team, auf Helton, ein unfassbares Pace-Abusing-Team. Es ist eigentlich echt traurig. Aber ich wollte mal versuchen, wie das ist so, weil ich hatte das, ich habe zwar auch schnelle Teams, aber nicht so schnelle. Und wollte mal testen, wie das so ist, wenn alle so übertrieben schnell sind. Und ja, was soll man sagen? Das Klischee bewahrheitet sich, es ist sehr einfach damit zu spielen eigentlich, größtenteils. Aber gut, so ist das nun mal mit Pace in FIFA. Leider. Den behalte ich jetzt einfach mal, einfach weil ich es kann, weil ich gehört habe, er soll ein guter Torhüter sein und deswegen, vielleicht probiere ich den aus mal in meiner Brasilien-Mannschaft, wer weiß, weil Helton ist zwar gut, aber jetzt auch nicht so toll, als dass ich da jetzt sage, dass der da sicher drin ist oder so. Gibt's eventuell doch bessere. Die Verträge behalten wir wieder, das kommt weg und gut ist. Wir haben noch ganz genau, 4 Packs zu öffnen. Felipe Melo. Leider nicht die in Form Bronze. Das wäre cool gewesen, aber die gibt es schon lange nicht mehr in Packs. Schade drum. Ja, die Verträge tue ich wie immer auf den Tauschstapel, bis der voll ist. Kann das dann ja dann nachher entmisten wieder. Und alle Spieler irgendwie so 99 Verträge geben. Das Standardzeug halt. Ich denke, ihr kennt das. So, jetzt haben wir noch ein paar. Und zwar 3. Deswegen machen wir noch hier Corona. Das ist nicht toll, glaube ich. Ne, das ist gar nicht toll. De Guzman, der ist ein guter Spieler. 4-Star Skills, 4-Star Weakfoot, aber bringt uns auch nicht so viel, ne? Das ist nicht so gut. Wisst ihr was? Ich behalte die Verträge jetzt einfach nicht. Hau die einfach weg. Auch wenn sie Geld geben, ich weiß, aber man hat ja nicht unendlich viel Platz auf dem Tauschstapel. Von daher hau ich die lieber weg. So, 2 noch. Einmal dieses hier. Maxwell von PSG, früherer Barca-Spieler. Gestern leider konnte er nicht gewinnen mit PSG gegen Barcelona. Finde ich ein bisschen schade. Aber so ist das nun mal. Wir haben eine Manager-Modifikation, die nichts wert ist. Deswegen hauen wir das weg. Und kommen zum letzten Part, zum letzten Pack dieses Parts. Blaschikowski, bring uns Glück. Na los, bring uns Glück, bring uns Glück, bring uns Glück. Und er bringt uns kein Glück. Wir haben irgendeinen komischen Torwart von PSV. Gar nicht so schlecht eigentlich von den Werten her. Und auch ziemlich groß, aber dennoch nichts wert, weil er nicht mal selten ist.
Von daher das ist relativ wenig wert. Sonst brauche ich hier, glaube ich, nichts behalten. Das behalte ich mal vorsichtshalber. Discarde den Rest. Ups, das wollte ich nicht, denn bei mir ist kein Spieler verletzt. Weg damit. Und so weit passt das. So, 300... Obwohl, komm, eins geht noch. Eins geht noch. Und dann beenden wir diesen Part hier, der schon viel, viel, viel zu lang ist. Gilberto Silva. Kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Und zwar genau... hier. Genau deswegen. Ach, das ist... Das ist Gilberto. Okay, dann will ich den doch kennen. Das ist eine Legende, so halbwegs. ZDM zu ZM, das ist gar nicht so unpraktisch, behalten wir mal. Und der Rest kommt weg. Und das war's dann aber wirklich jetzt, denn mehr öffne ich jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.